Gratulation, es war wirklich ein fulminantes Stück, ein fulminanter Abend. Man hat es an der Reaktion des Publikums gesehen. Allerdings, ja. Zickenkrieg pur? Nein. Auf eine andere Art. Keineswegs, nein, wir haben das längst. Wir sehen das von einer anderen Warte. Ja. Es ist eigentlich allgemein zu sehen, wie sich Menschen zueinander benehmen und schlecht benehmen. Es ist eigentlich gar nichts Geschlechtspsychisches. Es hat mit dem Geschlecht nichts zu tun. Nein, nein. Die gehen sich halt am Wecker, kommen aber nicht voneinander los. Ja. Weil doch eine gewisse Bindung noch da ist. Ja. Es ist ein Stück, was im Kino ja gelaufen ist, sehr lange gelaufen ist, mit großem Erfolg. Es ist dann schon ein bisschen eine Herausforderung auch, oder? Ja, aber da darf man nicht dran denken. Weil da darf man nicht was spielen, was ein anderer auch schon gespielt hat, als ein berühmter Mann oder was, oder eine berühmte Frau. Das muss man ausgrenzen. Wir spielen das auf unsere Art und Weise. Andere, die es vielleicht irgendwo machen, spielen das wieder anders. Das bleibt ja jedem unbenommen. Aber wir spielen das ja so. Drückst du mir den Mitesser am Kinn aus? Hallo. Und ich glaube, wir sind auch auf dem richtigen Weg, weil so eine Tundenklamotte, das ist heute nicht mehr angebracht. Ja. Da kommt man leicht in ein falsches Fahrwasser. Man muss sehr aufpassen, speziell in der heutigen Zeit, die mit dem ganzen Genderblödsinn da herumorgelt. Nein, ich finde, unser Regisseur hat eine wunderbare Fassung, eine sehr stringente, spielbare, geschrieben. Und das ist also wirklich der Karl Absenger, ganz toll zu sagen in diesem Zusammenhang. Weil wir haben das Original natürlich, einige Original, wir haben gesagt, das ist so geschwätzig und das geht nicht mehr. Und das ist mit also. Boa-Feder im Hintern und so weiter, das geht nicht. Servus. Ja, nein, jetzt schauen wir mal, dass wir das unter die Menschen bringen. Wir machen das sehr, sehr gern. Ein tolles Stück. Also man könnte austauschen und sagen, es ist ein Mann, eine Frau, zwei Frauen, egal wie auch immer. Ja, es passt auf alles. Es passt auf alles. Ja, wir spielen es auf unsere Art und so ist es gut. Und das war gelungen und wirklich unterhaltsam. Und man denkt ein bisschen nach. Ja, das war das Ziel von uns. Absolut, es ist gelungen. Ja. Dann wünsche ich eine schöne Premierenfeier. Dankeschön. Wunderbar, wir danken. Alles Gute. Wiederschauen. Wiedersehen. Und wo bitte sollen wir unser Zubehörchen aufbewahren? Tja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das alle wie Antennen auf dem Kopf tragen. Männer wie Frauen. Und damit wäre auch das Schamgefühl weg. Man lächelt, zieht den Hut, schüttelt die Antennen. Und es gibt auch noch was zu lachen. Ja, wir haben heute eine Premiere der besonderen Art gesehen. Ein Stück, das man aus dem Film kennt. Das war ein berühmtes Stück oder ein berühmter Film. Heute auf der Bühne. Wie hat es dir gefallen? Sehr, sehr gut. Ich liebe dieses Stück. Und das sind natürlich die zwei, der Gerhard Ernst und der Stefan Barilaraki, unbeschreiblich. Und der Karl Absenger hat eine sehr, sehr gute Bearbeitung gemacht. Und ich freue mich sehr, dass ich das in meinem Haus haben darf. Wobei wir ja heute schon ein paar Mal besprochen haben, man könnte die Geschlechterrollen ohne weiteres verschiedenartig machen. Zwei Männer, einen Mann, eine Frau oder zwei Frauen. Es käme immer wahrscheinlich auf dasselbe. Natürlich, die Probleme gibt es in jeder Beziehung. Und das soll ja auch das aufzeigen, dass eigentlich in jeder Beziehung es Streit gibt. Und das Wichtigste ist, dass es auch am Schluss dann Liebe und Zusammengehörigkeit gibt. Es ist ja ein Markenzeichen von der Komödie am Quai, dass es nicht Klamauk ist, sondern dass es Humor, Komödie ist, aber auch ein bisschen Tiefgang ist und ein bisschen zum Nachdenken bringt. Ich glaube, das ist eigentlich bei euch fast immer so. Ja, ich versuche einmal im Jahr, dass wir etwas nehmen, was wirklich eigentlich sehr, sehr tief geht. Und ich finde, das Stück geht tief. Und das soll auch eine andere Art von Publikum anziehen oder es gefällt jemand beides. Und das, finde ich, ist meine Aufgabe, auch das 4 Wochen zu zeigen und nicht nur immer nur lachend durchs Leben zu gehen. Und jetzt apropos Lachen, wir stehen nicht ganz ohne Grund hier. Honigmund,
Ja, von Gabriele Barelli. Das sind natürlich drei ganz tolle Mädchen, ein ganz tolles Stück. Und wir probieren schon. Also wir sind schon in der dritten Probewoche und ich freue mich unendlich, mit ihnen zu arbeiten. Und das wird, also das inszenieren wir so, also die Andrea Eckstein und ich, dass es auch tragische Momente hat, aber auf, also auch irrsinnig komisch wird. Kann man da ungefähr sagen, um was da geht dabei? Die drei Frauen haben Probleme mit ihren Männern und finden sich und eigentlich am Schluss, den möchte ich nicht verraten. Es geht für die Männer aus, sagen wir mal so. Ein Stück, was man sich unbedingt ansehen muss. Ab wann geht es los? Das geht los am 11. Mai und die Pressepremiere ist am 15. Mai und wir spielen das bis 23. Juni. Wunderbar, unbedingt anschauen. Also ja. Wir kennen die Schauspielerinnen und die sind wirklich fantastisch. Wirklich ganz tolle und es macht so viel Freude, das, mit denen zu arbeiten. Und wenn es dem Publikum dann so viel Freude macht, bin ich glücklich. Ab in die Komödie am Quai und Theater, Luftschnuppern. Dankeschön, Weiß. Danke. Sie hier auftauchen, die Polizei hinter mir her ist. Wir haben ja keinen Käsekuchen mehr. Den hast du gestern aufgegessen. Lüge! Ich lüge nicht. Und ob du lügst, lüge, lüge, lüge. Du irrst dich, mein Schatz. Den hast du gestern aufgegessen, nachdem du den blonden Gitarristen geföhnt hast. Ach ja. Also wir haben uns schon lange nicht gesehen. Wir waren kurz bei der Weinvierteltour bei euch im Pulkertal. Heute da in der Komödie. Wie gefällt es dir? Ja, also es ist immer ein Erlebnis hier. Die Stücke sind wirklich toll und das machen halt auch die wirklich tollen Schauspieler, muss man sagen. Wobei ich sagen muss, heute sind sie ja etwas sehr streng zueinander, die beiden. Also das ist schon toll gemacht, überhaupt wenn man weiß, wie gut sie sich eigentlich im echten Leben verstehen. Absolut. Es ist ja auch ein interessantes Stück. Nicht? Also wenn man so betrachtet, dass zwei Männer, die sich ganz schön bekriegen können. Nicht? Das ist ein Zickenkrieg, kann man sagen eigentlich. Nicht? Ja, eigentlich schon. Man muss ja sagen, man ist ja das oft gar nicht von den Männern so gewohnt tatsächlich. Und man sieht, es geht auch. Absolut. Ja. Und wir sehen uns bald wieder, weil jetzt geht es dann im Machfelderhof weiter, glaube ich, mit der Spargelkönigin wird, glaube ich, gekrönt. Auf jeden Fall. Also der Wein für morgen ist schon eingekühlt. Gibt ja ein viergängiges Spargelmenü morgen im Machfelderhof, wo ich wieder junge, frische 2023er Weine eingekühlt habe. Und es freut mich natürlich auch sehr, jetzt praktisch im letzten Monat meiner Amtszeit als Weinkönigin auch bei der Krönung der neuen Spargelkönigin dabei. Da bist du noch gekrönt? Auf jeden Fall. 15. Mai ist dann die neue Krönung. Das heißt, morgen erleben wir zwei Königinnen. Auf jeden Fall, aber da bin ich natürlich außer Dienst als Königin, sondern eben als Winzerin da. Und was für einen Wein wirst du kredenzen? Ja, also beim Spargel ist es wichtig, dass man schaut, dass sie einerseits sehr viel Frische mitbringen, andererseits sollen sie den Spargel nicht überdecken. Bedeutet, wenn man sehr kräftige Weine dazu nehmen würde, würde der Spargel fast in den Hintergrund gelangen. Allerdings ist es immer wichtig, dass man beim Spargel auf die Zubereitung schaut. Ist zum Beispiel eine sehr kräftige Sauce Hollandaise dabei, kann man mit dem Wein auch mehr Gas geben. Wenn der allerdings nur leicht mit Butter angebraten ist und vielleicht ein Stück Fisch dazu, dann muss der Wein auch zurückgehen. Also das muss Hand in Hand gehen. Also wer eure Weine kennt, ich kenne sie, da ist immer der Richtige dabei. Also man muss sagen, das funktioniert ja super mit der Zusammenarbeit mit Machfelderhof und da werde ich natürlich vorab informiert, was da für tolle Speisen gibt, kann ich mich auch schon drauf freuen und da stimmen wir das immer super drauf ab. Wunderbar. Und wir werden morgen ein Glas miteinander trinken. Da freue ich mich schon drauf. Danke dir. Verlass dich darauf. Friseur ist nicht mehr fein genug, was? Quatsch. Du willst wohl im Fünf-Sterne-Hotel wohnen, was? Ja, und auf einer ganzen Etage dazu. Na wunderbar. Da kann ich ja deine Seite vom Kleiderschrank ausräumen. Ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie gefällt das Stück? Ja, sehr gut. Also ich habe den Film nicht gesehen. Der Film war mit Rex Harrison und mit Richard Burton. Was eine Sensation, ja. Und es müssen ja Schauspieler sein, die nicht eben Homo sind, sondern normale Männer. Ja? Weil sonst ist es peinlich. Aber ich muss sagen, das sind so großartige Schauspieler. Ich liebe ja den Gerhard Ernst und auch den Barilla, den habe ich so gern. Beide, wenn die irgendwas spielen, gehe ich immer hin, weil ich sie so gern habe. Und sie spielen das hinreißend. Weil ich meine, aber ich muss so lachen, weil es ist wirklich wie bei Mann und Frau.
In einer schlechten Ehe. Diesen Zickenkrieg, wie man so schön sagt, den gibt es scheinbar bei Männern auch. Ich glaube, noch ärger. Ja, weil die einer ist dann immer sehr gekränkt. Ja. Sagen wir, bei einer Frau ist, dass sie sich denkt, na, der Depperte oder so. Ja. Und bei einem Mann, da denkt sich wieder, diese Ziege, diese Blöde, aber kochen tut sie gut. Oder so irgendwas. Ja, oder Geld hat sie gehabt. Ja. Wobei das, glaube ich, fast eine Paraderolle für beide sind. Die bringen das so wunderbar rüber. Ja, also es ist einmalig. Gott sei Dank bin ich mit keinem liiert. Weil es wäre nicht mehr möglich. Sie sind hinreißend. Ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, wo werden wir dich in der nächsten Zeit sehen? Morgen. Morgen, wunderbar. Ja, da sind morgen. Wir auch drin. Zu einem guten Spargelmenü. Morgen ist Spargelfest im Machtelderhof. Mhm. Und ich kriege immer Spargel. Ungefähr sind so 6 bis 7 Kilo von den Spargelbauern, weil ich bin da irgendwas bei den Spargeln. Und dieses Jahr kriege ich es ja schon früher. Und da kriege ich immer einen lila Spargel, einen grünen und viel weißer Spargel. Welcher schmeckt am besten? Na, ich muss sagen, der Grüne schmeckt mir auch. Früher habe ich ihn nie gekauft. Aber jetzt, wo ich ihn geschenkt bekomme, esse ich ihn. Unbedingt. Und zwar bin ich ganz begeistert. Und der Weiße, die sind so lieb, die schicken mir immer einen abgeschälten Spargel. Weil sonst muss man da ganz schön arbeiten. Ganz schön arbeiten, genau. Na. Und ich friere ihn ein und habe dann immer Spargel. Außer im Feldhof, da ist er schon geschält. Gut, na ja, ja. Aber ich glaube, die kriegen keine geschälten Spargel. Ja, weil dann wird der Lehrbub wird schälen. Seit heute. Oder seit gestern schon. Ja. Weil es ist immer ein fulminantes Essen. Ganz toll. Ganz toll. Na, wir freuen uns, wenn wir dich morgen wiedersehen. Ja. Bei einem guten Spargelessen. Ich auch. Danke. Also klar, bis morgen. Bis morgen. Schön. Ein abgetragener Stringtanger aus dunkelblauer Seide auf uringelbem Grund. Mein Gott, das bist du doch für ein gemeines Aas. Hältst du mich für so dumm, dass ich diese ewigen Bosheiten nicht heraushöre? Diese Witzeleien mit diesem schleimigen Unterton. Okay, ja, von der Opernbühne zur Komödie. Wie gefällt dir das Stück? Also ich bin ja ein ganz großer Fan hier von der Sissi, was sie hier macht im Theater, im K. Und großartig. Es ist ein Schmunzel, aber auch kritisches Stück. Und gerade die Situation von zwei Männern, die zusammenleben, ist ja eine wunderbare Sache, die quasi immer neu thematisiert werden muss. Denn jeder darf das machen, was er doch für richtig hält. Ne? Absolut. Und dass Männer untereinander auch Probleme haben, sieht man ja. Ne? Ja, ich glaube, es ist eigentlich da nichts anderes, als wir, was wir alle durchnehmen. Aber der Gerhard und der Stefan, liebe Freunde und bekannte Kollegen, die spielen sich da einen Ast ab, möchte ich sagen. Also ich meine, gerade wenn man Wir Sänger können uns immer ein bisschen auf die Musik verlassen und auf dieser Welle schweben. Wenn man so einen ganzen Abend hat und nur spricht, ja, das ist für mich sehr bewundernswert, weil es ist doppelt schwer, finde ich, die Spannung zu halten. Ja. Also großartig, was die beiden leisten. Ein Zwei-Personen-Stück ist ein fürchterlich textlastig. Ah, mein Gott. Wenn nicht, dass Opern kurz wären und wenig Text hätten, aber es ist einfach extrem kurzweilig. Also das ist, ich habe mir gedacht, was ist schon Pause? Also wirklich toll. Die beiden Künstler haben so einen Ausdruck und es so gut gearbeitet. Ich bin ganz happy. Wenn wir dich jetzt beim Mikrofon haben, können wir dich natürlich nicht auslassen, ohne zu wissen, was tut sich bei dir? Ja, ich komme gerade aus Sofia von der Staatsoper, gerade meinen ersten Wagner, den Telram und den Lohengrin. Und es ist schön, jetzt dann wieder mal ein bisschen Wien zu sein und ein bisschen entspannen, mal die erste Probenphase sättigen lassen, sitzen lassen, ziehen lassen. Und ja, es ist unglaublich toll, dieses riesige Werk von Wagner, den Lohengrin, zu machen. Wunderbare Kollegen, es ist ein Wahnsinn. Wir haben zur Premiere erst im Juni, aber das ist dem so verschuldet, dass die Staatsoper Sofia den ganzen Ring macht, also alle 4 Opern und Lohengrin. Es muss parallel gearbeitet werden und es ist toll, es ist unglaublich herrlich. Danke nachfragen. So viel zum Text, lastig. Ja, mein Gott, also so viel weniger Text ist es auch nicht. Genau. Aber ich finde, als Opernsänger darf man sich so auf diese großen Welle der Musik schwingen und lässt sich davon beflügeln. Und Wagner ist ja einer der ganz großen Könner, der genau gewusst hat, was er macht. Das hilft schon ungemein. Aber ich finde es ganz wichtig, als Darsteller und Künstler den Respekt dem anderen Genre zu geben. Und ja, also großartig die beiden. Ich kann jedem empfehlen, bitte unbedingt vorbeischauen. Es ist ein Wahnsinn. Wunderbar. Und wir freuen uns schon, wenn wir dich wieder live sehen.
Ja, ich hoffe, ich schaffe es in 2 Wochen jetzt dann zum Verdi-Abend zu kommen im Alten Rathaus. Dieses Mal nur Verdi. Weil meiner Meinung nach befruchtet sich ja Verdi und Wagner extrem und es geht Hand in Hand. Also diese neuen Stücke, ich darf Macbeth machen, ich darf den Graf Luna machen, Rigoletto, also all diese großen, tollen, wunderbaren Verdi-Rollen. Auch natürlich den Poser, den Marquis Poser, den ich letztes Jahr in Klosterneuburg singen durfte. Also es ist schon ganz toll natürlich und ich finde, dass Musiker sich breit aufzustellen, ist auch ganz wichtig. Absolut. Na dann freuen wir uns und wir werden schauen, dass wir auf jeden Fall im Alten Rathaus sind. Das dürfen wir sich nicht entgehen lassen. Ja, am 23. April ist es soweit. 23. April. Werden wir gleich notieren. Danke. Alles Liebe. Danke. Also in all den Jahren der Geschichte der Menschheit wird einem klar, dass sich in all den Jahren nichts verändert hat. Und wenn man sich jetzt anschaut, unter der Treppe kann man das Erstere hernehmen. Es hat sich wirklich nichts verändert. Und auf der anderen Seite kann man durchaus mit Fug und Recht behaupten, es liegt in der Natur der Menschheit, dass sie auch zusammenleben. Mhm. Absolut. Sollen und müssen. Jetzt sind wir 2 Männer und da gibt es genauso einen Zickenkrieg, ne? Ja, also es ist im Endeffekt das Stück, das ja 1989, also fast 1969, also fast 54 Jahre alt ist, muss man sagen, es hat sich, wenn es damals so geschrieben wurde, was es ja auch ist, auf heute umgelegt, nichts verändert und es hätten wahrscheinlich auch 2 Damen sein können, natürlich Mandl und Weiberl. Also im Endeffekt, es ist zeitgemäß und das schon immerhin 54 Jahre alt. Und denen zwar wirklich wie auf den Leib geschnitten, oder? Naja, also auf, meinst du jetzt optisch? Optisch auf jeden Fall, also wenn man auch das Original natürlich ein bisschen kennt. Auf der anderen Seite muss man sagen, also wir haben hier heute 2 Protagonisten gesehen, die einfach Meister ihres Faches sind. Und ich wünsche, und das möchte ich wirklich vom ganzen Herzen hier sagen, dass Sissi Boram, dass auch dieses Stück, wie nahezu alle Stücke, die hier in der Komödie am Quai gespielt werden, bis auf den letzten Platz ausverkauft sind und dass so wie heute hier auch bei der Premiere ein gefühltes Standing Ovation, aber du hast es ja am Applaus gehört, also großartig, was die beiden hier dargeboten haben. Aber was ganz interessant, was hast du richtig gemerkt, wie sie dann auf der Bühne das Wasser aufgedreht haben, also den Wassern, und da ist noch Wasser rausgekommen, also bis ins kleinste Detail. Großartig, also wirklich toll.